Liebe Altenheimer, liebe Kleinolbersdorfer, hätten wir das gedacht, auf einem fast leeren Platz unser Pyramidenanschieben 2020 zu feiern? Nicht wirklich. Deshalb haben wir uns gedacht, ein paar Leute trommeln wir zusammen, auch wenn die Feuerwehr fehlt, es fehlen die Buden, es fehlt die Tombola, es fehlen die vielen, vielen Gäste, dass wir in diesen verrückten Zeiten 2020 sie gerne daran teilhaben lassen wollen an unserem traditionellen Pyramidenanschieben, hier in Altenhain am Rathaus. Ich wünsche sehr viel Freude bei unserem kleinen Mini-Programm hier heute 2020. Und wir machen weiter mit dem Gedicht und Clara. Kein Schnee. Der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten hat noch niemals so gelitten. Kein Schnee für seine Schlittenkufen, er muss den Pannendienst wohl rufen. Der Engel vom ADAC sagt auch verzweifelt nur, oh je, für Schlitten hab ich keine Reifen. Das müssen leider Sie begreifen. Ein großer Laster muss nun her, der Schlitten ist ja furchtbar schwer. Der Weihnachtsmann, er schuftet fleißig, doch überall ist Tempo 30. So kommt's Geschenk nicht pünktlich an. Es ärgert sich ein Jedermann, dem Weihnachtsmann wird's schon ganz flau, denn nun steckt er im Riesenstau. Die Rentiere stehen da und lachen. Was macht der Alte bloß für Sachen? Sie können sich vor Freude biegen. Er hat vergessen, wir können fliegen. So kriegt auch diesmal jedes Kind ganz sicher sein Geschenk geschwind. Denn würde das mal nicht so sein, der liebe Gott ließ es schon schneien. Thank you.
alle Leute, groß und klein, bleiben heute brav daheim. Trotzdem ist es jetzt soweit. Wir freuen uns auf die Weihnachtszeit. So wie die ersten Lichtlein brennen, soll auch die Pöcher wieder rennen. Schaut her, ich schieb sie an. Im Internet sieht jeder Mann. Liebe kleine Olbersdorfer, liebe Altenhainer, ich hoffe, dieses kleine Programm konnte Ihnen in dieser Zeit etwas helfen, in die Adventszeit zu finden. Wir haben versucht, hier damit wieder den Start in diese besinnliche Zeit zu erreichen. Sehen Sie es als das Zeichen, als dass auch wir es sehen, dass wir wieder gemeinsam im Herzen und im Geiste zusammenwachsen. Im Namen des Ortschaftsrates und des Bürgervereins wünsche ich Ihnen für die kommende Zeit, auch schwierige Zeit, alles erdenkliche Gute und viel Gesundheit. Lassen Sie uns hoffnungsvoll in das Jahr 2021 schauen. Gemeinsam. Bleiben Sie gesund. Yeah.